Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, wir gehen in diese Richtung. Da ist ein Söldner, der kommt auf mich zu. Ja, ich mache was ganz was anderes mit euch. Und wir sind jetzt hier in Elise gleich. Und der steht vor mir. Genau. Elise. Bin gespannt. Ich guck mal eben, ob hier irgendwo ein Synchropunkt ist. Nee. Ist nicht. Ist schon mal gut. Ja, der kommt mir entgegen. Ich will den ja nicht in eine Stadt, weil wenn du den in eine Stadt wieder hast, dann hast du wieder die ganze Sippschaft da am Hals. Ja. So, jetzt muss ich gucken, nach wo der geht. Nach rechts oder nach links? Hier lang. Ja. Scheiße. Der reitet. Scheiße. Zack, jetzt robbelt die Katze hier. Den will ich haben, der ist vor mir, der stört mich. Was Vorsicht? Nichts ist hier Vorsicht. Die Waldfee hier. So, komm her. Du Lappen. Hast du recht. Aua. Uiuiuiui. Nein, nein. Alter, sag mal, jetzt habe ich hier mit. Doch, ist möglich. Hier bin ich. So. Haben wir es geschafft, einen vor uns zu... Aha. Vogel ist die Wohltuende. Okay. Wo ist mein Pferd? Mein Pferd ist weg. Ist verbrannt. Ja, so, dann gehen wir jetzt hier natürlich in die Stadt rein. Was haben wir denn da? Bühne bereit, das Bühnenstück, okay. Ah, da ist es. Genau, hopp, hopp, hoppi galoppi. Bin mal gespannt, wenn ich mit dem Zossen da in die Stadt rein. Ja, oh. Im Sumpfgebiet, okay. Nein, 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 nein. Na super. Oh, du Scheißvieh, ey. Aua. Aua. Erst mich angreifen und dann die Welle machen hier. Du tickst da wohl nicht mehr sauber. Mein schönes Rotterhü hier. Deformieren, du spinnst wohl. Du Klappspaten. So. Aha. Zack, da ist es. So. Jetzt werden wir jetzt hier. Schön. Ja. Hör auf da. Kann doch wohl nicht sein. Ja, geht schön alle beiseite, das ist richtig. Haus des Anführers, okay. Ja, das Pferd ist natürlich. Du hast hier nichts gesucht, ne?
Oh, 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 oh. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ja, ich merk schon. Oh, oh, ich muss kurz weg hier, damit die mich ausladen. Wow. Okay. Na gut. Wo muss ich denn hin? Nach da oben. Okay, die Olympischen Spiele hier, oder was? So, was ist, willst du, mein Freund? Ein Kupferstecher. Nun, lass kommen. Wir wollen weitermachen. Lass knacken. Sieh dir all die Menschen an. Wonach sehnen sie sich? Nach Aufregung. Und etwas Magie. Und das kannst du ihnen bieten? Magie! Belästigt dieser Zauberer dich? Ich bin kein Zauberer. Ich bin Thespis, der Schauspieler. Und du bist? Ich bin Cassandra, eine Söldnerin. Ein Leben gezeichnet von Drama, Gewalt und Tragödien. Das respektiere ich. Thespis hatte die glorreiche Idee, die Stadt mit einem Stück zu ehren. Er hat einen sehr guten Ruf als Schauspieler. Deshalb dachte ich, der Erfolg wäre uns sicher. Aber langsam glaube ich, ich habe mich geirrt. Nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Behalte nur den Verkauf der Eintrittsmarken im Auge, liebste Rodante. Und meine Freundin Cassandra kümmert sich um den Rest. Ich versichere dir, ich verstehe nichts vom Theater. No. Sei nicht so bescheiden. Du wirst als die Heldin bekannt, die Leonidas und seine 300 zum Stück des Jahrhunderts gemacht hat. Das Stück handelt von König Leonidas? Weißt du, meine Familie... Deine Familie kann natürlich auch kommen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Mhm. Hilf mir nur, die Heldengeschichte zu erzählen. Ja, gut. Warum nicht? Also. Ich helfe Thespis mit seinem Stück. Leonidas Geschichte muss erzählt werden. Also gut. Du wirst uns sicher nicht enttäuschen. Mhm. Was soll ich tun? Bring Wein. Nicht für mich. Für das Publikum. Glaubst du, das Publikum interessiert sich nur für Leonidas Geschichte, wenn es betrunken ist? Nicht betrunken, nur begeisterungsfähiger. Wo bewahrst du deinen Wein auf? Nun, ich hatte Wein. Aber der örtliche Militärbefehlshaber beschlagnahmte... Das sollte ich in das Stück aufnehmen. Der persische Befehlshaber beschlagnahmte den, Wein. Das ist gut. Dann muss ich ihn wohl zurückbeschlagnahmen. Wo finde ich den Befehlshaber? Mhm. Er behielt den teuren Wein für sich und gab den Soldaten den Rest. Ein gewöhnliches Publikum begnügt sich vielleicht mit billigeren Tropfen. Doch wenn wir besseren Wein servieren, locken wir vielleicht ein besseres Publikum an. Mhm. Er wird nicht leicht zu beschaffen sein, aber es lohnt sich. Du sprichst meine Sprache. Besserer Wein zieht ein großzügigeres Publikum an. Na dann. Also an welchen beiden Orten befindet sich der Wein jetzt? Das meiste davon befindet sich im Stall des Ares. Aber der gute Wein, der liegt in der Demiurgenfestung. Demiurgenfestung? Nun gut. Ich werde mich darum kümmern. Ja, auf jeden Fall. So, mehrere Quests angenommen. Dann lass uns mal reingucken. Quest. So, da sind die Quests. Wo sind sie da? Durchschnittsgetränk, ein niveauvoller Umtrunk. Was ist das? Bringe einen der beiden Weine. Achso, Tepsis. Erkunde den Stall des Ares. Das machen wir doch mal. Da will ich sehen, wo der ist. Wo? In diese Richtung also. Gut. Der Wein des Ares. Der Stall des Ares, nicht der Wein. Aber ist ja im Grunde genommen dann auch, ne? Wer weiß, was sie da reingepanscht haben. Ja. Da kann ich doch bestimmt auch nicht einfach so rein. Ne, war doch klar. Ja. So. Das heißt, ich muss aber mal eben was machen. Zack, genau. So, das dann ist die Stelle. Der Wein darin sollte zumindest gut genug für Pferde sein. Ja, genau wieder recht. Okay. Oh. Oha.
müssen doch noch mehr sein. Ah ja, würde ich mal sagen. So viel einfacher kann das doch nicht. Es werde Nacht. Nein. Ja, Zeus sprach, es werde Nacht. So, Freunde, da bin ich. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ja, sehr vorsichtig. Hallo? Kannst du... Warum kann ich jetzt nicht da hoch? Wo soll der Wein denn sein? Wein? Ist mir eigentlich egal jetzt. Ich soll ja nur den Wein besorgen, aber wo soll der Wein sein? Wenn dich einer hört. Kann ja wohl nie wahr sein. Okay. Aber wo soll dieser scheiß Wein sein? Na komm. Komm mal hier. Okay. Den legen wir hier ab. Das ist der Wein, mit dem Thespis das Publikum versorgen will. Riecht nicht besonders, aber es sollte gehen. Komm. Hä? Wieso? Ach so, aufheben. Na gut. Bring den Wein zum Übergabeort. Ja, mache ich doch. Hier mit dem Wein durch die Gegend rennen. Auch nicht schlecht. Guten Tag. Ich bin der neue Lieferservice hier. Bring den Wein zum Übergabeort. Naja, gut. Dann kriegen sie halt den schlechten Wein. Wollte ich zwar nicht, aber... Schnitzgetränk. Und jetzt? Moment, wir haben ja hier noch... Welche Quests haben wir hier noch? Da, den Bühnen bereiten. Bekannten Künstler, die im Königreich des Elisen. Okay. Preise, nee. Ach so, okay. Nee.
zu kriegen. Ja. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Gut. Dann dich. Nö. Ich habe den Wein. Wunderbar. So werden unsere Gäste wohl schon vor Beginn des Stücks bester Laune sein. Mhm. Ich habe den Wein gekostet. Immerhin ist es kein Essig. Vielleicht kann ich die Marken vergünstigt in den ärmeren Stadtteilen verkaufen. Sag, wann wird das Stück eigentlich aufgeführt? Nun, es gibt noch Probleme mit den Schauspielern. Sie zu finden, meine ich. Okay. Du hast keine Schauspieler? Keiner von ihnen kam zur letzten Probe. Und bei den vorherigen kamen sie mir sehr entmutigt vor. Vielleicht war jemand zu streng mit ihnen. Dann musst du sie nicht bezahlen, wenn sie nicht auftauchen. Ganz genau. Es sind 3 Schauspieler. Sie stellen Iphialtes, Xerxes und Dinekes dar. Ich kann dir sogar sagen, wo du sie vielleicht findest. Und wer spielt Leonidas? Ich selbst natürlich. Ich traue niemandem sonst die Hauptrolle zu. Mhm. Xerxes, der Perserkönig, kommt auch in dem Stück vor? Ja, und ein ganz famoser Schauspieler verkörpert ihn. Er spielt Schurken wie kein Zweiter. Er erwähnte, dass ihn die Dysbontion-Ruinen inspirieren würden. Mhm. Die Neckes, das war doch Leonidas bester Befehlshaber. Ja, und ein sehr charmanter junger Mann verkörpert ihn. Er neigt sehr zur Nervosität. Deshalb überraschte es mich, dass er zum Glücksspiel auf den großen Platz hier in Elis wollte. Mhm. Dann wird also der Verräter Iphialtes vermisst. Welche Überraschung. Mein guter Freund Ross ist sonst ein sehr gewissenhafter Mann. Doch als ich ihn zuletzt sah, schien ihn ein religiöser Eifer erfasst zu haben. Er wollte an der Piera-Quelle beten. Mhm. Okay. Ich hoffe, sie tauchen wieder auf. Ja, ich auch. Wenn du die Schauspieler gefunden hast, schicke sie zu mir. Und motiviere sie bitte. Die Vorstellung wird grausig, wenn sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Mhm. Und dann wird niemand bezahlt. Verstanden. Mhm, er auch nicht. Na gut, die Bühne bereiten, Quest. So, dann haben wir jetzt bestimmt wieder mehrere Quests angenommen. Habe ich mir gedacht. Finde Iphialtes und sprich mit ihm. Iphialtes hält sich in der Region Elias. Er ist im Südosten der vergessenen Sümpfe. Er betet an der Quelle von Piera. Na gut. Wo müssen wir hin? Achso, ist wieder eine an der Quelle von... Na super. Ich weiß noch niemals, wo die Quelle hier ist. Das heißt, wir müssen erstmal zu diesem Punkt. Ja. Dann Mantau. Wie kann es auch anders sein? Was soll ich sagen, ne? Der Tempel des Apollo? Okay. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Nee, deswegen gehen wir mal ganz schnell nach oben. Oder ist das gar nicht da oben? Kann natürlich jetzt sein, dass er nicht da oben ist. Jo, ist er auch nicht. Nein. Hui. So, jetzt sind wir wieder aus dem Gefahrenbereich raus. Da ist das. Okay. Ja. Los, komm, Schätzchen, stell dich mal nicht so an. Groß und kräftig. So. Ich weiß noch nicht mal, wo hier was ist. Woher soll ich wissen, wo die Quellen sind oder das andere alles? Sumpfgebiet, keine Ahnung. Ja. Gut, er ist im Südosten der vergessenen Sümpfe. Im Südosten. Hier und Osten wäre hier. Ich kann mir vorstellen, dass das hier ist. Gehen wir mal in diese Richtung.
Sklaverei und. Ja, hier am Anfang immer, ne? Oh, nein. Ich bleib hier hinter, dann können sie mich kaum sehen. Weil die sind blind. So. Dann sind wir wieder raus. Ja. Ja, ich... es ist schon spät. Heute habe ich sehr spät angefangen zu spielen und... Naja, warum nicht? Es war halt... Es hat lange mit dem Rendern gedauert und... Ja. Ah. Knievernichter. Wow. Und der ist bestimmt auch vor mir. Mhm. Aber nicht mehr lange. Auf keinen Fall. So, das muss ja hier irgendwo sein. Südosten. Und das sind Sümpfe hier. Ja. Auf jeden Fall sind die Sümpfe. Ja. Ja. Dann müsste das jetzt schon langsam kommen. Sammeln und tun. Ja. So, jetzt bin ich hier. Tolle Wurst, ehrlich. Ich finde das wunderbar, wenn es so klappt. Quelle der Pira, vergessenen Sümpfe. Vorteil, sag ich mal, ne? Oder? Ja. Vergessen sind. Das hört sich aber gar nicht gut an. Ne. Ja, irgendwie habe ich die Orientierung heute wie ein Hammerwerfer. Ja. So eine Ruine, das ist Pion. Sein. Na prima, jetzt hat nicht alles prickelt. Zack. Südosten. Geht an den Quellen. Soll ich dahin? Oh Mann. Aber ich habe ja gesagt, die Quellen, das sieht eher nach da aus. Oh nein. Tja, weißt du was? Thank you.
vorwärts bringt, sagen wir mal so. Den Osten der vergessenen Sümpfe. So. Da bin ich doch jetzt. Ja. Das kann doch alles, das ist die Flachebene, da kann das nicht sein. Muss hier sein. Jetzt suche ich mir alleine einen heißen und wenn ich gefunden habe, sage ich euch Bescheid.